Harald, warum möchtest du unbedingt wieder ins neue Big Brother Haus? Warum möchte ich wieder ins Big Brother Haus? Also, ich finde die Idee ganz gut. Old School Big Brother. Meine Meinung ist, es sollten alle aus verschiedenen Staffeln da rein, die sehr polarisiert haben und nicht nur auf der Couch gesessen haben und kein Spiel gespielt haben. Von daher finde ich, ich möchte nochmal meine ganz, ganz neue Seite zeigen. Vielleicht nicht ganz so aggromäßig, aber ja, ich will einfach rein und die Leute unterhalten. Und ich weiß, ich werde die Leute unterhalten und euch unterhalten. Was würdest du im Big Brother Haus anders machen? Im Big Brother Haus würde ich anders machen, keine Ahnung. Also ich war ja damals auch so, wie ich bin. Mittlerweile kenne ich auch meine Defizite, auch was Borderline betrifft und so weiter und so fort. Was vielleicht der eine oder andere auch mitbekommen hat. Ich habe Therapie gemacht, ich fühle mich ein bisschen wieder gestärkt und ich möchte einfach den Leuten rüberbringen, dass man nicht nur irgendwie krank ist, wenn zwei Beine fehlen, sondern man kann auch ein bisschen krank sein oder Defizite haben, wenn im Köpfchen was nicht stimmt. Wie möchtest du im Big Brother House an deiner Seite haben, wenn es dann soweit ist? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einige Personen, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Natürlich ist es auch so, dass ich in Berlin bin und ich zum Beispiel die Anna sehr, sehr lieb finde. Anna hat ein sehr, sehr, sehr großes Herz, habe mit ihr damals Shopping Queen gedreht. Dann Rebecca zum Beispiel, die von meiner Art her vielleicht ein bisschen so gleich durchgeknallt ist, aber so leicht Psycho und so. Das sind Leute, die im BW-Haus waren, ne? Die Name, die du nennst gerade, sind Leute, die im BW-Haus waren. Natürlich. Und mit denen möchtest du gar nicht so eine wo du dich verstehst, so ja. Im Haus. Genau. Und dann zum Beispiel noch Anastasia. Anastasia ja, genau. Wurde ja damals bekannt als, ich war mal früher ein Mann und bin jetzt eine Frau. Wobei ich immer noch sage, sie sieht mehr Frau aus als jede vielleicht andere Frau, die im Big Brother Haus war. Ja, die ist mega und mit der würde ich auch gerne nochmal Spaß haben, weil die ist total durchgeknallt, genauso wie ich. Was braucht ein Big Brother? Durchgeknallte Typen, oder? Ja, natürlich. Muss Spaß sein. Ansonsten wird es ja langweilig. Muss was, genau. Ich habe ja fast, ich habe fast alle Sendungen gesehen. Ja? Und entweder man polarisiert, was nicht jedem gefällt. Oder bist du langweilig? Ja. Oder du sitzt langweilig auf der Couch, ja, und spielst mit deinen Haaren und denkst so, ich habe die geil gemachten Brüste oder irgend sowas. Nee, also es muss wirklich was passieren. Es muss auch mal Zoff geben. Es muss auch mal Diskussionen geführt werden. Und das finde ich wichtig und das ist unterhaltsam für den Zuschauer. Bist du also ruhiger geworden oder muss man damit rechnen, dass es auch knallen könnte im Big Brother House? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich denke schon, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin, weil man wird ja älter, ja, und wie gesagt, habe ich auch, ich habe mit Therapie durchgemacht, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ich habe mir sehr viel angehört, auch von Freunden und so. Und natürlich bin ich sehr, sehr impulsiv und das werde ich auch immer sein. Ich werde immer sagen, das, was ich denke, ob das den Leuten passt oder nicht, das ist mir auch egal. Wenn ich einen Fehler mache und jemand kommt zu mir zwei Stunden später und sagt dann zu mir, hey Harald, das war jetzt nicht ganz so toll, ja, und ich sehe es dann ein, dann ist es alles in Ordnung. Wenn ich aber der Meinung bin, ich habe recht, dann habe ich recht. Das kann man im Big Brother House wahre Freundschaften schließen? Letztendlich sind es ja Konkurrenten. Wie geht man damit um? Genau. Ja. Also als ich damals ins Big Brother House gezogen bin, war ich, glaube ich, ein bisschen naiv und dachte auch so, ey, best friends und alles soll ja gut laufen oder so. War ja nicht so. Ja? Im Nachhinein haben wir ja gesehen, so, dass dann
die Leute ins Gesicht schön geredet haben und hintenrum hast du dann irgendwie so wieder Videos gesehen, wie sie dich abgelästert haben. Also das ist persönlich jetzt nicht so mein Ding. Ich glaube, man kann schon Freundschaften finden, aber jetzt nicht die Freundschaften und die engen Freundschaften, die man im wahren Leben finden kann. Wenn du weißt, was ich meine. Weißt? Also so Bekanntschaften, ganz gut, ab und zu mal Party machen, alles tralala. Aber so richtig fett Freundschaft, der ich alles anvertrauen würde ich niemals machen. Was möchtest du deinen Fans sagen, dass du ins Big Brother Haus zurückkehrst? Als erstes mal Salute. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich könnte jetzt irgendwie eine Story erzählen, dass ihr denkt so, wow, es ist geil, die müssen wir unbedingt haben. Aber ich möchte einfach mal zeigen, dass ich vielleicht nicht ganz so schlimm bin, wie in den letzten Jahren immer dargestellt wurde, auch in den Medien und in der Presse, gerade was auch der CSD betrifft. Das möchte ich ganz bitte noch mal ganz kurz betonen. Ja, es kam nie zu einer Verhandlung, ich wurde nie verurteilt, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Aber ich finde es halt immer schlimm, dass man Menschen sieht, die im Fernsehen sind, die vielleicht mal kurz einen Pups lassen und denken so, oh mein Gott, ist der schlimm oder irgend sowas. Ja, ich möchte meinen Fans einfach zeigen, dass ich nicht so krass bin, wie vielleicht mancher denkt. Naja, ein bisschen krass vielleicht schon, aber ich habe ein Herz, glaube ich. Ja, das hast du. Ich glaube, ich habe echt ein Herz, auch wenn es viele vielleicht nicht denken. Doch, genau. Hast du. Kann ich das bestätigen? Cut. Okay.